Schwester Linda übernimmt jetzt auf der Gynäkologie eine schwangere Frau aus der Notaufnahme. Die 35-jährige Silvia kann ihr Baby nicht mehr spüren. Weil sie sich große Sorgen macht, wurde sie von ihrer Freundin Marie in die Klinik gebracht. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich spüre mein Kind nicht mehr. Okay, was ist denn passiert? Ich bin in Panik, ich weiß nicht, was los ist. Oh Gott. Also eigentlich war alles gut bisher mit der Schwangerschaft, aber seit gestern ist irgendwie alles anders. Und Sie sind gerade von der Notaufnahme hierher geschickt worden? Genau, genau. Okay, dann rufe ich mal den zuständigen Gynäkologen an. Genau. Ja, das ist der Herr Dr. Winkler. Mhm. Wenn eine junge Patientin hier zur Station kommt und sagt, sie kann einfach keine Kindsbewegung mehr spüren, da kriegt man erstmal einen großen Schreck. Und der Sache müssen wir auch auf den Grund gehen. Und ja, sie musste sofort versorgt werden. Guten Tag. Das ging aber flott. Hallo, Winkler. Was kann ich denn für Sie tun? Ich kann mein Baby nicht mehr spüren. Seit wann ist das denn so? Ja, seit gestern Mittag. Und sonst haben Sie es immer gut gefühlt? Sonst strampelt sie. Lange Rede, kurzer Sinn. Bevor Sie sich noch mehr Sorgen machen, wir schauen mal nach mit Ultraschall. Hm? Wenn Sie so lieb sind, legen Sie sich mal hin. Welche Woche? Weißt du das? Schwangerschaftswoche, ja, hat sie gesagt. Okay. Das erste Kind? Ja. Das erste Kind, gut. Ja, wenn eine Frau, besonders eine Erstgebärende, in der 30. Schwangerschaftswoche ihr Kind nicht mehr fühlt, eine Zeit lang, dann ist sie natürlich beunruhigt. Sehr verständlich. Es ist zwar meistens bedeutungslos, aber es kann ja auch mal wirklich sein, dass Nabelschnurumschlingung ist oder Nabelschnurknoten oder Plazentaablösung. Man muss der Sache auf den Grund gehen. So, Sie haben ja bei Ihrem Frauenarzt auch schon mal Ultraschall gehabt. Sie können mitgucken. Und was sehen wir? Kind bewegt sich. Sehen Sie Beinchen zappeln? Jetzt dreht sich rum. Alles normal. So. Ups. Schön, ne? Alles gut. Sehen Sie, wie es wackelt? Jetzt guck mal mit. Guck hier, was ist das? Da schlägt das Herzchen. Ne, was haben Sie, ein Jungen oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Ein Mädchen. Sehen Sie, 4 Herzkammern für jeden Freund. Ach, das ist die ganze Zeit, ne? Babys, also besser gesagt Feten, sind ja normale Menschen. Und Menschen bewegen sich mal mehr und mal weniger. Mal schlafen sie länger, mal schlafen sie kürzer. Und wenn so eine Schlafperiode dann zu lange dauert, dann wird die Frau ängstlich. Und das kann man doch gut verstehen. Ja. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Meistens kann man die Frauen beruhigen und wieder glücklich machen. Dankeschön. Dann kann ich sie jetzt, darf ich sie jetzt verlassen, ne? Süßer, ja, sprich mit dem Doktor auf deine Beschwerden. Okay. Ja, Doktor, wenn Sie gerade noch Zeit hätten, also ich habe da auch noch ein paar Beschwerden. Ja, was ist denn los? Also ich habe seit ein paar Wochen, glaube ich, einen Scheidenpilz. Das ist halt, ja. Das kommt so oft vor, aber da müsste ich ihn natürlich untersuchen. Das ist der 36-Jährigen nur recht. Aus Scham hat Marie bislang noch keinen Arzt aufgesucht. Weil die Beschwerden aber immer schlimmer und der Sex mit ihrem neuen Freund immer schmerzhafter wird, führt nun kein Weg an einer Untersuchung vorbei. Dann nehmen Sie doch mal hier Platz und sagen, schildern mir mal, was, wo der Schuh denn drückt. Also, ich habe eigentlich seit einigen Wochen schon vermehrten Ausfluss. Und ja, es brennt halt auch, wenn ich auf Toilette gehe. Beim Geschlechtsverkehr mit meinem Freund tut es total weh. Und das kennen Sie sonst nicht? Doch, ich kenne das schon. Hatten Sie schon mal? Hatte ich schon mal, ja. Und was war es damals? Das war auch ein Scheidenpilz. Ja, das ist meistens ein Scheidenpilz, aber das soll man ja nicht raten. Ich würde gerne einen Abstrich machen und Sie untersuchen. Einverstanden? Okay, dann okay. Machen wir das. Dann, die Schwester hilft Ihnen. Okay. Die Sachen können Sie da ablegen? Ja, Ihre Tasche? Die Freundin klagte über Ausfluss, Brennen, Juckreiz im Scheidenbereich, was ich, wie es normalerweise ist, für eine Pilzinfektion gehalten hatte. Aber die Sache hat sich dann noch ganz, ganz anders entwickelt. Hm. Ich darf mal untersuchen, ja? Das ist doch ungewöhnlich. Und gut, gut, ich weiß nicht, nur noch schnell einen Abstrich, bitte. Dann sind Sie gleich erlöst, dann können Sie gleich wieder hier runterklettern. Das tut auch schon weh. Das tut so richtig weh. Ja, also das ist schon eine heftige Reaktion. Ich glaube Ihnen, dass das so weh tut. Diese Laboruntersuchung dauert leider 3 Tage, das muss ja bebrütet werden. Aber ich hätte gerne auch noch eine Blutanalyse. Was mich irritiert hat, war diese äußerste Schmerzempfindlichkeit, die passt überhaupt nicht zu einer Scheidenpilzinfektion. Und deshalb wollte ich dann lieber doch noch laborchemisch Untersuchungen machen und der Sache weiter auf den Grund gehen.
Dass hinter Maries Beschwerden weit mehr als ein normalerweise harmloser Scheidenpilz steckt, zeigt sich schon wenig später. Denn während die 36-Jährige auf ihre Blutergebnisse wartet, hat sich ihr Zustand weiter verschlechtert. Was ist denn passiert? Also, ich war jetzt gerade noch mal auf Toilette und da kam ziemlich viel Blut raus beim Wasserlassen und ja, kann das jetzt irgendwie von ziemlich viel. Ist es so wie Zahnfleischbluten beim Zähneputzen oder mehr wie eine Menstruation? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte meine Tage vor 2 Wochen, aber das ist jetzt fast genauso. Ja, wenn das aber fast so wie eine Menstruationsblutung war, dann kann das nicht vom Tupfer gewesen sein, vom Abstrich gewesen sein. Ja. Da müssen wir doch Sorgen haben, dass ein bisschen mehr dahinter steckt. Ich würde Sie gerne noch mal mit Ultraschall untersuchen. Dass sie dann berichtet hatte, dass sie geblutet hat auf der Toilette, das war ein weiterer Mosaikstein in Richtung eine etwas doch schwerwiegendere Diagnose. Ein Abstrich von einer infizierten Scheide kann schon mal ein bisschen bluten, ein paar rote Blutkörperchen verlieren. Aber so wie sie das berichtet hatte, war das ja eine richtige Blutung aus der Gebärmutter. So, ich komme jetzt mit einem Schallkopf, das kennen Sie ja von Ihrem Frauenarzt auch. Ich halte es mal. Oh, Sekunde. Oh, nee, dann weiß ich Bescheid. Also das hat ja keinen Zweck. Ich muss jetzt hier nicht quälen. Ich habe jetzt einen konkreten Verdacht. Die Laborwerte müssten in ein paar Minuten hier sein. So lange würde ich Sie bitten, noch Geduld zu haben. Und dann besprechen wir, was wir von der ganzen Sache hier halten müssen. Ja? Alles klar, ja. Schon kurz darauf wird deutlich, dass Dr. Axel Winkler mit seinem Verdacht richtig lag. Und dass die junge Frau viel zu lange mit einem Besuch beim Gynäkologen gewartet hat. Die gesundheitlichen Folgen sind fatal. Die sogenannten Entzündungswerte sind beide sehr erhöht. Mhm. Das zusammen mit dem, was Sie an Schmerzen angeben und was ich an Schmerzen auslösen konnte, als ich Sie berührt habe, ja gerade schon wieder. Da steht eigentlich die Diagnose fest. Das nennt man Eierstockentzündung. Okay, und woher kommt das? Also ich habe ja ist normalerweise eine bakterielle Infektion, dass Keime durch den Geschlechtsverkehr, wer kommt sonst in die Scheide, durch den Geschlechtsverkehr nach oben gezogen sind und haben sich dann da vermehrt. Ja, ausgerechnet jetzt. Warum ausgerechnet jetzt? Ja, ich habe jetzt gerade eine neue Beziehung angefangen, wir sind eigentlich frisch verliebt und wir wollen jetzt am Wochenende zu seinen Freunden in die Eifel fahren, ein richtig schönes romantisches Wochenende geplant und jetzt sitze ich hier mit einer Eierstockentzündung und... Das kann ich gut verstehen, aber dann müssen Sie bitte vernünftig sein. Sie sind noch jung. Denn eine Eierstockentzündung ist eine schwere Infektion, eine schwere Krankheit, die man sehr gut behandeln kann. Im Krankenhaus. Und wenn man sie nicht behandelt, dann kann es bis zur Sterilität. Also, Sie möchten ja, sind jetzt noch jung, Sie möchten ja auch mal Kinder haben. Dann müssen Sie jetzt an die Zukunft denken und ganz vernünftig sein. So lange bleibt es nicht. Und ein Wochenende mit Ihrem Schatz, das kann man auch ein anderes Mal machen. Also, dass durch Sex eine Eierstockentzündung entsteht, ist eine absolut sehr, sehr seltene Sache. Da muss man praktisch Pech im Unglück haben. Einerseits muss also da ausnahmsweise das Glied des Mannes, was zwar gewaschen ist, aber nicht steril ist, Bakterien getragen haben. Und andererseits muss man auch auf ungeklärte Weise gerade ein schwaches Immunsystem gehabt haben, das eben dieses Eintreten erlaubt hat. Aber es ist eine ernste Krankheit. Und wenn so eine Infektion der Eileiter lange übersehen wird, die ist nicht immer so schlimm und so schmerzhaft wie bei Frau Groß. Die läuft auch schon mal so ein bisschen, wir nennen das latent, so ein bisschen heimlich ab und heilt wieder. Dann wundert man sich, dass 3-4 Jahre später der Kinderwunsch nicht realisiert wird. Damit Marie dieses Schicksal erspart bleibt, wird sie für einige Tage auf der gynäkologischen Station aufgenommen und mit Antibiotika behandelt. Für die 36-Jährige ein Dilemma, denn ihr neuer Freund soll nicht erfahren, warum sie hier ist. Herr Doktor, ja. Könnte ich Sie noch mal bitte kurz sprechen? Was haben wir denn? Also, es geht jetzt eigentlich darum, dass ich gerade meinen Freund angerufen habe und der ist jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich habe dem nicht gesagt, was ich habe. Ich habe nur gesagt, ich musste stationär aufgenommen werden und ich würde Sie bitten, dass Sie ihm irgendwas anderes erzählen. Also nicht irgendwas von der Eierstockentzündung, sondern vielleicht im Blinddarm oder
was weiß ich. Ich kann ihm alles erzählen, aber das ist nicht korrekt und auch nicht geboten. Ja, aber das ist ja super peinlich. Sie haben eine Infektion, die ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch Geschlechtsverkehr mit ihm entstanden. Entweder haben Sie ihn angesteckt, das wäre dann ihm gegenüber nicht fair, oder er Sie, was ja naheliegend ist. Vorher waren Sie ja gesund. Aber Sie verstehen das nicht. Ich verstehe das schon, aber das Verstehen ist das eine, aber das Richtige tun ist das andere. Nee, ich kann ihm das nicht sagen. Ihr versteht das irgendwie nicht. Hallo Schatz, was kannst du mir sagen? Hallo Christian. Soll ich Ihnen mal helfen? Ja, bitte. Kommen Sie mal bitte mit mir, wir gehen mal ein Stückchen in mein Zimmer. Was ist denn jetzt los? Nix, alles in Ordnung, aber ich muss mit Ihnen mal kurz sprechen. Okay. Denn sollte sich der 42-Jährige bei seiner Partnerin angesteckt oder ihr die Bakterien übertragen haben, muss auch er behandelt werden. Mit viel Fingerspitzengefühl erklärt Dr. Axel Winkler dem völlig überrumpelten Mann, was seiner Freundin fehlt. Es kommt normalerweise durch Bakterien, durch Geschlechtsverkehr. Ne? Auch jetzt rede ich mal nicht als Gynäkologe. Geschlechtskrankheit? Nein, Geschlechtskrankheiten sind ganz bestimmte Sachen. Das ist Syphilis und Tripper und sowas. Es ist aber durch die Sexualität übertragen worden. Ja. Ich rede mal jetzt nicht wie ein Gynäkologe, sondern von Mann zu Mann. Also wenn wir etwas in unserem Glied haben, dann merken wir das nicht. Weil diese Bakterien, die hätten es gerne Luft abgeschlossen, feucht und warm. Das haben wir bei uns nicht. Ne? Ja, aber wie kann ich mich? Ja, das haben sie ein bisschen dran, Sporen, und dann machen sie Geschlechtsverkehr. Dann kommen die Jungs in die Scheide, da ist es feucht, warm, Luft abgeschlossen. Und da fangen die so richtig an, High Life zu leben. Und dann vermehren sich und können dann hoch über die Gebärmutter in die Eierstöcke kommen. Und das ist eine ganz schmerzhafte Sache. Jetzt stehen wir nur vor der Frage, wie ist es passiert? Sie haben es selber sich auch schon gefragt. Ist es von Ihnen gekommen oder hat sie sie jetzt angesteckt? Ja, ja. Und müsste ich gucken, muss ich dann auch irgendwie zum Arzt oder so? Ja, aber das können wir zwei alleine machen. Okay. Passen Sie mal auf. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Abstrich. Der wird anschließend im Labor untersucht. Nur so kann herausgefunden werden, ob die Bakterien auch bei dem 42-Jährigen nachweisbar sind. 3 Tage später sollen die Ergebnisse der beiden Partner dann allerdings eine erstaunliche Wendung bringen. Doch vorher schaut der Gynäkologe, wie es der Patientin geht. Ja, schon besser. Also ich habe immer noch ein bisschen Ausfluss und ein bisschen Schmerz. Darf ich denn mal gucken? Ja. Au. Ja, ich habe kaum gedrückt und das tut Ihnen schon weh. Und hier auch. Ja. Das gefällt mir aber nicht. Wir haben jetzt 3 Tage Antibiose. Ja. 3 Tage Antibiose, da würde ich erwarten, dass das schon viel besser ist. Haben wir denn inzwischen wenigstens den Abstrich und haben wir noch ein aktuelles Labor? Ja. Na, hier ist Labor und der Abstrich. Wird das auch besser? Keine Bakterien gefunden, dann kann ein Antibiotikum auch nicht helfen. Ja, was kann das denn sein? Das ist jetzt schwer zu sehen, schwer zu sagen. Wir haben hier so einen Hinweis, dass es eine Virusinfektion sein muss. Aber welche? Da müssen wir jetzt wieder. Woher kann das denn kommen? Ich verstehe das uns was überlegen. Ja, noch verstehe ich es auch nicht. Für Dr. Axel Winkler geht die Suche nach dem Auslöser der Beschwerden von vorne los. Die 36-Jährige ist am Boden zerstört. Da kommt seelischer Beistand gerade recht. Ihr neuer Freund hat Tochter Lena mitgebracht und die wiederum ein Geschenk. Weißt du? Ich habe dich nicht gemalt, weil du dich so nett um mich gekümmert hast, als ich krank war. Oh, vielen Dank, kleine Maus. Soll ich mal eine Vase holen? Ja, gerne. Dankeschön. Wer ist denn da? Guck mal, hat sie ganz toll gemalt. Wunderschön. Und warum hast du so ein großes Gesicht? Du hast doch ein ganz kleines, schmales, hübsches Gesicht. Weißt du noch, warum Gesicht, du das so groß gemalt hast? Weißt du es noch? Wo du so dicken Backen hattest? Als ich Mumps hatte. Ach so, ja, das sieht man. Entschuldigung, darf ich mal dazwischen fragen? Ja. Sie hatte Mumps. Ja, wann denn? Meine Ex-Frau, das ist jetzt ein paar Wochen her, aber meine Ex-Frau hat das mit der Impfung verschlunzt. Gut, das lenkt natürlich auf eine andere Fährte. Wollen Sie mir jetzt sagen, ich hatte Mumps oder? Also, ich verstehe das jetzt nicht. Ja, wenn Sie so wollen, Sie hatten Mumps. Mumpsviren machen bei Erwachsenen eine ganz andere Krankheit als bei Kindern. Das gibt Ziegenpeter, dicke Backen. Wenn Erwachsene vom Mumpsvirus betroffen werden, dann legt sich das auf die Keimdrüsen, das heißt auf die Eierstöcke bei der Frau, beim Mann, wenn das im Mann passiert, auf die Hoden. Das merkt man erst spät. Nein, also wir haben auch auf dieses Pöttchen ein Deckelchen. Okay. Natürlich Antibiotika helfen nicht gegen
Viren. Jetzt gibt es Virustatika. Wir stellen also die Medikation um. Dann sollte es Ihnen bald viel besser gehen, wenn Sie gesund werden. Ja. Also ich gehe davon aus, dass diese antivirale Therapie jetzt auch greift und dass die Patientin gesund wird. Und dann sehe ich auch eine gute Prognose hinsichtlich späterer Realisierung eines Kinderwunsches. Aber ich werde ihr bei der Entlassung mitgeben, dass wenn sie so später mal ein halbes Jahr oder ein Jahr versucht, schwanger zu werden und das nicht klappt, dass sie sich dann noch mal daran erinnert, dass sie so eine Infektion gehabt hat und das dem Gynäkologen sagt, dass man dann mal die Durchlässigkeit der Eierstöcke überprüfen müsste. Dann darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen. Von Ihnen auch. Vielen Dank. Von dir, kleine Maus, auch. Danke für die Hilfe. Ja. Im Anschluss wurde bei Marie tatsächlich eine Mumpsinfektion nachgewiesen. Mit Medikamenten konnte die Eierstockentzündung dann aber gut behandelt werden und war nach 3 Wochen abgeheilt. Freundin Silvia hat mittlerweile eine Tochter zur Welt gebracht und Marie zur stolzen Patentante gemacht.